Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind noch einmal in der Quest der Familienklinge dran. Aber wir werden immer wieder aufgehalten zwischendurch mit anderen Quests. Und ich erwarte das eigentlich auch schon hier. In dem Dörfchen. Okay. Wir gehen natürlich erstmal ein bisschen gucken. Hallöchen. Aber kannst du eine Axt werfen? Mein Bruder kann das. Klar kann ich eine Axt werfen. Ich kann auch drei Äxte werfen. Wow. Krass, ne? Obwohl Geralt würde ich zutrauen, dass er sogar 10 auf einmal wirft, weil der kann ja 30 Schwerter mit sich rumschleppen im Inventar. Also, ja. Hi. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Erst habe ich's knallen hören. Tatsächlich nicht, ne? Die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das muss ein also fallender ein Stein richtiger gewesen Drache sein, jetzt. Was für eine Geschichte. Donnerwetter. Und das wäre schon was geil. Bedeutet sie dir, die Drache? Zauberin? Yennefer, nicht? Warum weißt du von Yennefer? Was ist denn das? Warum weißt du von Yennefer? Du bist ein Hexer, nicht? Nee, tschüss. Hallöchen. Mensch, hier war ich schon drin. Was für ein Schwert. Krass, ne? Ach hier. Was ist das denn? Okay, das ist weird. Ein Mini-Haus. Und keiner kam aus Freyas Garten. Ach, ich dachte, das wäre eine Arena hier unten, aber das ist nur so ein Pferdestall. Da oben ist das andere Dorf, also der Rest vom Dorf. Da hinten sind aber auch noch. Ach, da hinten ist das richtige Dorf eigentlich. Hier sind nur so zwei Außenhäuser. Häuser. Außenhäuser. Ich gönn mir, ne? Ist ja gut. Wir halten zusammen und alles wird gut. Alles wird gut, solange du zusammenhältst. Die haben hier aber auch Stuff rumliegen, ne? Ach, die sind ins Bett alle gegangen jetzt. Das heißt, es ist. Um wie viel Uhr? Wie viel Uhr gehen die ins Bett? Keine Ahnung. Gibt ja immer so, auch bei Skyrim, wenn du zum Beispiel Typen handeln willst, dass die erst um 8.30 Uhr oder so aufwachen und um 9 Uhr schon schlafen gehen oder irgendwie sowas. Weiß nicht, wie das hier eigentlich ist. Was haben wir denn für eine Zeit? 22 Uhr. Ah, okay. Sieht aus wie spitzwegerisch. Lass ich jetzt aber mal. Letzte Nacht war. Puh. Musst mir das nicht erzählen, was letzte Nacht war. Das, ja. Kannst du für dich behalten. Kühe. Hallo Kühe. So, Blandare haben wir jetzt auch entdeckt. Hey da, Hexer. Ich hätte ein Angebot für dich. Raumtreiber. Jenge Fett. Fred. Oh, Fett. Ach, Fett ist auch. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht. Wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Ja. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. Noch nie von dir gehört. So, so. Und wozu braucht der berühmte Jenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen.
Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Traurige. Ah. Okay. Das scheint was... noch was anderes zu sein. Ich bin noch nicht sicher, was ich dazu davon halten soll. Wovon ich aber sehr viel halte, ist, wie viel schönen Stuff die Leute immer für mich bereithalten. Ich nehme das gerne dankend an. Smaragdstaub, nice. So boostert. Hey, das andere hätte ich auch gerne. Hey, geht nicht. Okay. Tussein. Ach, Tusse. Ich hab keine Ahnung, was Tusse ist. Hat sie sich gerade am Arsch gekratzt? Kannst du doch nicht machen hier. Such deine Abenteuer anderswo. Oh. Tschüss. Nein. Tschüss. Stirb. Nein. Lass die nicht entkommen. Kann ich noch irgendwie fliehen? Hi. Ich habe nicht gesehen, dass da Wachen sind. Ich weiß, dass die einen sehr lange verfolgen können. Guck, wie er mir hinterherläuft da. Hat schon einmal bei einem Dorf funktioniert. Einfach wegzurennen. Ich glaube, es hat sich beruhigt. Wow. Aber sonst hätte er mich auch angegriffen, glaube ich. Mal gucken, ob ich dann in das Dorf zurück kann. Hi. Ich bin neu hier. Ich war noch nie hier. Ich bin im Eimer. Okay. Hallo? Seid ihr lieb zu mir? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss nicht neu laden. Das wäre doof. Was haben die für Riesenhäuser hier, ne? Das ist echt krass. Vor allem so gut eingerichtet. Cool, hier hängt ein Teppich. Da hängt... Also ein feiner Teppich soll das wahrscheinlich sein. Hier Bücher, Karaffen, Vasen. Da eine ganze Schwertsammlung. Also wir haben schon... ein riesiges Geweih. Oder ein Stück davon zumindest. So, neue nicht erkundete Orte. Wir haben schon tolle Häuser hier. Okay, hier sind Wachen. Hier, das nehme ich mal lieber nicht mit. Da in dem Haus war... Vermisste Bergleute. Komm, gucken wir mal nach. Ja, das ist nur ein paar Meter entfernt. Das passt gut.
Schnell alles mit dem vor Wachen kommen. Gib mir alles. Was ist hier? Aha. Kleine Igniglyphe. Irgendwie kann ich diese Kiste nicht looten. Ist aber nicht schlimm. Ist da oben irgendwas? Ich weiß es nicht. Geh mal gucken. Herzogswasser und Leinen. Toll, jetzt bin ich auf dem Ding drauf. Au. Okay, hier ist aber sonst nichts weiter. Schönes Haus hier oben, ne? So. Schön. Und groß. Alter, die haben echt Luxus hier, die. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Danke für dein Kalzium. Brauch das. Gjarr. Also wirklich. Was? Was ist wirklich? Alter, die haben echt krasse Häuser. Okay, hier ist niemand. Das ist ja seltsam. Sei gegrüßt, Hexer. Oh, sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. Ich muss sie wohl suchen. Das wird Zeit und Geld kosten. Solange es nicht zu teuer wird. Ja, jo. komm. Ich kann noch ein paar Kronen drauflegen. Zum Besten unserer Jungs. Sei's drum, abgemacht. Dankeschön. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber. Dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Warum wurde ich gerade geportet? Das war ja lustig. Ich sag ja, Skellige, das ist, hier ist irgendwas faul. So, wo müssen wir denn hin? In die komplett andere Richtung. Natürlich müssen wir in die komplett andere Richtung. Warum auch nicht? Hey, Pferdchen X. Genau, war das X? Das war X. Plötzlich, du. Ja, ich. Was machst du da mit deinem Bein? Ach lol, du stehst auf einem Baum und. Alter, das sieht nicht gut aus. Wir sollten mal gehen. Gut. Möge deine Axt nie zerbrechen. Dankeschön. Wollte auch nicht klauen eben, das war aus Versehen. Hallo? Was für ein Level hast du? Ah ja, das geht. Oder nicht? Doch, bis jetzt geht es. Schmeckt dir das Sinn? Bin ausgewichen. Oder auch nicht. Cool. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, wieso? Jetzt habe ich noch eine Quest.
Okay. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Das Blut ist sogar noch feucht. Okay. Da ist auch noch irgendwas. Die Spur ist noch frisch. Okay, was ist hier? Das Blut ist sogar noch feucht. Ah, okay. Und jetzt? Das war doch jetzt eine neue Quest. Ah, hier. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich wollte erstmal die platt. Au. Ja, der war Level 19, der ist Level 9. Der hält doch ab. Hier, Feuer. Ja, tschüss. Noch eine Spur. Ja, ist gut, Geralt. Ah, hier. Hallo? Noch ein Opfer. Janne, mein liebster Sohn. Wir sind derzeit vom Pech verfolgt. Das Schiff von Singas Mann ist auf der letzten Expedition im Sturm zerschellt. Bjorn! Hey, den kennen wir! Den kennen wir, den Bjorn. Bjorn hat überlebt, den Göttern sei Dank. Aber es werden Wochen vergehen, bevor der Captain wieder ein Schiff gebaut hat. Und bis dahin muss das Leben weitergehen. Wir essen jetzt von den Wintervorräten. Ich wage nicht daran zu denken, was geschieht, wenn sie aufgebraucht sind. Darum schicke ich Singa zu dir und bitte dich in unser aller Namen um Hilfe. Wenn du kannst, gib Singa Arbeit und dann kommen Bjorn und ich zu dir nach Ker Trolde. Vielleicht gibt es auch für Bjorn Arbeit am Schmiedefeuer. Und wenn ihr auf Ker Trolde auch keine Arbeit habt, dann leihe Signa bitte wenigstens ein paar Kopper. Ich zahle dir alles mit Zinsen zurück, wenn wir die Not überwunden haben. Es glaubt an dein gutes Herz und dankt dir im Voraus, deine liebende Mutter. Ach, schön. Ja, ich glaube, das war's, ne? Oh ne, gib den Schmiedbrief. Wo muss ich denn hin dafür? Muss ich natürlich nach da unten. Ich will aber erstmal eigentlich nach hier. Wir gehen jetzt noch nach hier, holen wir das Fragezeichen. Und wir nehmen eine andere Quest. Was war das? Quest J, ne? Ah. Das hier wollte ich eigentlich machen. Sub 26. Gott. Ich wollte aber erst da unten hin. Da laufen wir auch kurz hin. Gut für Geralds Ausdauer. Da ist so ein Haus. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Wir müssen hier runter. Im Mondschein wandelte Geralt am Ufer eines Sees. Ein schöner See. Ah, hi. Mach den fertig! Hey, Feuer! Stimmt, ja? Okay. Danke. Warum kam der jetzt in der Zwischensequenz-Dings? Kannst du Forellen von Saiblingen unterscheiden? Hast du dich in einem Kerker versteckt? Bleichgesicht? Ja. Wertvolles Fossil. Siehst du diesen Seefuchs?
Seefuchs. Okay, ja, das war, ja. Ja, halt so ein Ding. So, da waren wir auch noch nicht. Gehen wir mal reingucken. Gehen wir mal gucken, was uns da erwartet. Was ist eigentlich mit dem Blümchen hier? Die könnte man auch noch mal mitnehmen, ne? Ich sag, entweder neugierig oder stockt. Oh, hey. Ach, mit deiner scheiß Lanze. Ah, Lanze. Hey, macht er hier. Feuer. Oh, er brennt nicht. Neue Quest. Klopf an die Tür. Lugos Brief. Aha. Ihr könnt rauskommen. Sie sind tot. Oh. Wer waren die? Banditen, die Männer von Lugos, dem Irren. Und wer bist du, guter Mann? Geralt von Riva, ich bin ein Hexer. Danke für deine Hilfe. Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Lugos wird sich fragen, was aus seinen Männern geworden ist. Was werdet ihr tun? Mach dir um uns keine Sorgen. Ich habe meinen Jungen in aller Eile nach Kaer Trolde geschickt. Der Jarl wird Lugos das nicht durchgehen lassen. Pass lieber auf dich selbst auf. Wenn Lugos das rausfindet, wird er sich rächen wollen. Ach. Ich komme schon zurecht. Viel Glück. Genau das wollte ich auch sagen. Oh, ein Erfahrungspünktchen wieder. Ich nehme das mal, ne? Was mich noch interessiert hätte, warum wollten die... Also, warum sind die überhaupt hierher gekommen? Ich meine, das liegt doch weit ab vom Schuss. Naja, egal. Du siehst krank aus. Trink lieber etwas Met in der Taverne. Nö. Ich weiß nur, dass hier unten ein weiteres Haus ist, auf jeden Fall. Genau. Hi. Kann ich hier rein? Ach lol. Ist das nicht das mit diesem komischen Nietstein? Ja, das ist das mit dem Nietstein. Okay. Dann, ja. Obwohl, am liebsten würde ich erst nach hier gehen. Dann hier runter so. Und dann von hier aus noch zu diesem. Weil hier sind noch so kleine Orte. Hier, da ist noch was. Und da ist noch was. Da will ich dann so zack, 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 zack hier runter, zack nach da und dann von da nach da und von da nach da und von da nach da. Weil hier ist ja unsere Quest. Genau. Blödsinn. Hallöchen. So. Let's go. Bastard. Hä? Ach, da war ein Monster, oder was? Ja, gut. So, wir reiten. Was haben wir da für eine... Ach, das ist die Hauptquest. Nee, die will ich aber nicht machen. Hör mal. Langsam. Warte mal, wir sind nun mal direkt was anderes. Stimmt, wir haben die harten Zeiten. Da müssen wir nach Kaer Trolde, da müssen wir eh später hin. Genau das hier wollte ich machen. Da müssten wir eh hin. Wie ist denn das? Da ganz unten ist das. Puh, da könnte man jetzt noch hingehen, ne? In der Grotte. Wenn nur mit einem Boot zu erreichen ist. Verfallene Taverne. Wir könnten nach da unten gehen, aber erst wenn wir hier waren, dann können wir hier so den Weg gehen. Wir können auch noch hier hoch, gucken was da ist. Von hier aus könnten wir ein Boot nehmen, theoretisch, ja, das wäre vielleicht besser.
Dann gehen wir nach hier, nehmen hier den Boden, gehen dann in die Grotte rein, weil da werden die bestimmt sein. Okay, das ist gut. Rotbach, also die Fragezeichen lasse ich jetzt erstmal. Das lasse ich hier später. Gehen jetzt erstmal hier so diesen Weg hier. Dann nehme ich die Quest noch nicht an. Dann holen wir wieder das hier. Der Rest ist eh noch nicht viel. Okay. Gut, dann weiter. Was haben wir hier? Ein versteckter Schatz. Und ich höre sie wieder. Meine platzenden Freunde. Oh ne, es sind die normalen nur. Schade, es sind die normale. Au. Ich muss noch wieder in das Kampfsystem rein. Deswegen nehme ich am Anfang immer so viel Schaden. Dauert ein bisschen die Eingewöhnungszeit wieder. Dies die Zerknüpfung. Es ist ein weißer Bär. Hi. Ich lasse ihn erstmal ein bisschen brennen. Und dann so schön von hinten. Tschüss. Danke. Oh, was ist denn hier? Hier ist ein Hau, ein verlassenes Haus. Das Skelett ist sauber abgefressen. Aber da ist was neben ihm. Okay. X markiert den Ort. Hey! Noch eine Quest. Yay! Was denn auch sonst? Ah, so viele Quests. Wo haben wir denn diesen Brief? Der müsste hier sein. Das ist die geheimnisvolle Karte. Okay, das müssen wir lesen. Gelobt sei Freya, unsere große Mutter. Sie sagten, die Straße wäre voller Gefahren, dass dort Seeteufel auf die Reisenden warten, dass hinter jedem Baum ein Bandit lauerte. Aber ich opferte Freya zu Ehren ein Lamm und legte ein Amulett aus Falkenfedern an und jetzt halte ich fest, überquerte die Insel ohne ein einziges Mal mein Schwert ziehen zu müssen. Und obendrein habe ich unterwegs ein paar gute Geschäfte gemacht. Meine Truhe so voll Silber und anderen Wertsachen, dass mein Rücken ächzte, als ich sie auf den Wagen hiefte. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich morgen gegen Sonnenuntergang zu Hause sein. Ich danke der Göttin, dass sie so gut auf mich Acht gibt. Okay, das sind Dörfer, also Häuser, Dörfer. Da ist ein X. Hier ist ein Fluss. Okay. Lugos Brief. Lass ich in Ruhe. Finde die Schatztruhe. Hey. Au. Zeig mir, was du zu viel. Taucht hier einfach eine Erscheinung auf. Finden die Schatztruhe. Also hier waren die Spacken. Hier ist der Typ. Das heißt, irgendwo. Da ist er. Gefunden. Wie taurisch? E? Q? C. Wow, nice. Auftauchen, Leertaste, okay. Okay. Nice. Schöne Sachen. Was haben wir hier bekommen?
Diabel. Ist ein bisschen was wert, aber sonst auch nicht. Sonst auch nix. So, dann holen wir die nächste Quest. Dieses X-Dingsbums. Oh, das war... Ah, ist das ein Hexerauftrag? Nee, ist eine Schatzsuche, ist ja logisch. Oh. Oh nein. Ach, wir müssen eh hier runter. Ja, dann ist es egal. Das ist egal. Weil wir müssen eh da runter. Wo ist das? Jo, das ist... Scheiße, da waren wir. Ach, haben wir die Quest nicht gemacht? Ist das nicht die Quest von dem Typen da mit der schwarzen Perle? Die habe ich doch gemacht, oder nicht? Mist. Dann muss ich irgendwann mal dahin zurück. Oder wir machen es so. Wenn wir hier sind, machen wir eine Schnellreise mit dem Boot zu dem Hafen hier und gehen schnell hier hin. Weil an diesen Häfen kann man ja Schnellreise machen, zum Glück. Also zu anderen Häfen. Ja. Okay, wir müssen eh hier runter. Dann machen wir das. Ich wollte noch den markieren. Ich habe den vorher... Da wollte ich hin. Ja, hier ist jetzt auch nichts. Ja, okay, hier wird wahrscheinlich noch irgendwo was sein. Hier ist nur eine Mauer. Aber ist egal. Wir gehen erstmal weiter. Da war noch so ein Lager. Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe mir das mal kurz angucken, aber ich glaube, hier ist nichts. Nur sicher sein, dass hier keine Quest ist. Nee. Keiner schreit auf, dass er einen Hexer braucht. Nö, komm ich nicht. So, hier ist schon der Ort, glaube ich. Ich habe 300 Schafe gestohlen. 20 Hunde. Ja, und jetzt bist du tot. Hi, Feuer. Juhu. Plötzlich gut. Die sind gleich weg. So, fertig. Wir haben eh nur Schmutz dabei. Plötze, wo gehst du hin? Doch, alles gut. Alles gut, Plötze. So, was war da denn hier überhaupt? Person in Not habe ich da eben gelesen. Wie ist so ein Häusli? Mit, ja, nichts. Warten wir schon mal hier? Weil hier gibt es kein Loot. Schade. Immer wenn kein Loot zu sehen ist, dann denke ich immer so. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir ab. Die Götter segnen und. Da ist. Oh, der hat gewinnt. Zeig mir, was du hast. Ich hoffe, dass ich hier verkaufen kann. Dass nicht das Spiel wieder abstürzt. Nein. So, was willst du dafür? Na, gibt dir nichts dafür. Schade. Den Schrott will er auch nicht. Und den, ja, okay. Hast du irgendwas?
Hast du zum Beispiel Alraunenlikör oder sowas? Nee, aber Schnaps hat er, das ist doch toll. Nee, Alraunenlikör hat er leider nicht. Hat diese Wassergeist ist. Nee, Wasseressenz. Ah, egal. Ja, und in der nächsten Folge haben wir dann mal wieder eine Gewinnpartie. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.